Herzlich willkommen zum 11. Teil unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler im Marketing bei deiner Webseite. Heute dabei ist wieder Geschäftsführer der Digitalagentur 360 Karat. Er selbst ist auch Spezialist für Marketing und Verkaufserfolg, also er ist tätig als Marketing-Verkaufsarchitekt. Und heute geht es um einen Punkt, den er gestern angekündigt hat, sich nämlich falsche Leuchttürme am Meer zu suchen. Das hat natürlich die unangenehme Folge, dass man auch in die falschen Häfen einläuft. Mhm. Und was genau bedeutet es, als du gestern gesagt hast, dass es sich darum gilt, auch zu schützen vor falschen Vorbildern? Ja, es geht ums Marketing natürlich und auch um die Webseite, dass wenn du falsche Vorbilder wählst, du sagst, okay, ich kopiere einen Wettbewerber, wirst du aber das nie erreichen, was er erreicht, weil du weißt momentan gar nicht, ob er vielleicht gerade was Neues austestet. Du weißt nicht genau, wer seine Zielgruppe ist und du weißt auch nicht genau, wie sein Angebot aussieht. Das bedeutet, wenn du ihn kopierst, bietest du dem Kunden was an, was du nicht leisten kannst. Das heißt, schütze dich davor, einfach irgendwie eine Werbung zu nehmen, zu sagen, ich kopiere das einfach. Weil du musst besonders sein, du musst anders sein und eigenständig. Nur so kannst du dich wieder vom Wettbewerb unterscheiden. Aber wenn du das genau Gleiche machst wie der Wettbewerb, werden die Leute beim Wettbewerb kaufen und nicht bei dir, weil sie merken, es passt nicht zu dir oder auch zu deinem Unternehmen. Und deswegen schütze dich davor, die falschen Vorbilder zu wählen, sondern entwickel was Eigenes. Du kannst natürlich schauen, dich inspirieren lassen, was gut funktioniert möglicherweise, aber lass dich nur inspirieren, kopiere nicht und dann wirst du deinen Erfolg haben. Das ist ja leider so ein Glaubenssatz, den wir in Deutschland haben, den wir schon von unseren Eltern und Lehrern schon indoktriniert bekommen haben. Kindchen, sei nicht auffällig, sei nicht anders, das macht keiner, das haben wir noch nie so gemacht. Oder andersrum, das machen alle. Das heißt, diesen Konformitätsdruck und Gedanken, den wir haben, der, höre ich heraus, ist eigentlich schädlich für Marketing. Ja, definitiv. Also ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Steve Jobs damals gesagt hat, hey, erfind mal ein Touch-Handy, wo man mit dem Finger drauf rumreiben kann. Hat ihm keiner gesagt, er war anders. Und genau so muss es auch mit Marketing bei dir sein. Sei anders, falle auf. Nur dann wirst du die Menschen erreichen, die es interessiert. Und nur dann wirst du dich unterscheiden vom Wettbewerb. Und nur dann wirst du erfolgreich. Bedeutet also, wenn man im Marketing merkwürdig ist, das ist eigentlich etwas Gutes, oder? Ja, auffallen. Und aber positiv auffallen natürlich. Mein Coach hat immer gesagt, sei verrückt aus der Masse, dann nehmen dich die Menschen wahr. Ein anderer hat mal gesagt, auch ein guter Skandal ist für etwas gut, zumindest erzeugt Aufmerksamkeit, aber das wollen wir hier in der Runde nicht empfehlen. Aber wie du gerade gesehen hast, ist es wichtig bei deiner Webseite, dass du dich unterscheidest, dass also dein Baum nicht so aussieht am Markt wie alle anderen Bäumchen und dass es garantiert eher langweilig sein wird, wenn du so den Auftritt machst, wie es auch die anderen machen. Und damit dir das nicht passiert, lade ich dich ein, gerne auch bei Christoph ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Den Link findest du wieder unterhalb des Videos. Bitte auch gerne liken und weiterempfehlen, den Kanal abonnieren. Und ganz wichtig ist, wenn du den letzten Teil morgen auch sehen willst, dass du die Glocke noch betätigst. Und Christoph wird uns jetzt sagen, was morgen das Thema sein wird. Klar, und zwar wird morgen das Thema sein, wie du langfristig mit deinem Marketing erfolgreich sein kannst. Und da gibt es ein Wort, Konsequenz.